bei einer Veranstaltung der Linken ist, wobei das Wetter ja nicht ganz so ist, dass man lustvoll ins Freie geht. Ne? Könnte ja sein, dass noch ein Duscher kommt und man eine drüber kriegt. Es freut mich trotzdem, dass ihr so zahlreich, trotzdem so zahlreich hier seid. Was ich heute mit euch bereden will, ist ein Stück weit so die Frage, wie weit sind wir denn eigentlich nur nach der Zeit, wo wir auch aus dieser Region heraus, aus Schweinfurt, aus Neustadt, also aus der Region, in der wir uns hier befinden, mit dazu beigetragen haben, dass eine neue Partei, die Linke, entstanden ist. Was haben wir erreicht? Wo hängen wir gerade? Was müssen wir anders machen? Und wie ist sozusagen die allgemeine Befindlichkeit? Die Zahlen sind genannt worden. In Bayern waren wir bei der letzten Bundestagswahl sehr erfolgreich, in dieser Region sowieso. In der Region, wo wir hier sind, ganz besonders. Der Stefan Bannert hat darauf hingewiesen, welche hervorragenden Ergebnisse wir hier hatten. Aber trotzdem hat man den Eindruck, als wäre momentan irgendwie so Ladehemmung oder wie der ein oder andere Journalist auch schon geschrieben hat, eigentlich ist die Linke überflüssig, braucht man nicht mehr. Und mit der Frage sollten wir uns auseinandersetzen. Wir sollten uns auseinandersetzen, was waren die Ursachen, dass es uns gab, dass wir uns gegründet haben und wo stehen wir jetzt? Haben sich die Verhältnisse wirklich so geändert, dass man sagen könnte, man bräuchte keine linke Partei mehr? Da könnten wir ja die ein oder anderen Verhältnisse mal erwähnen. Die erste, wie schaut es aus mit dem, was die Menschen hierzulande für ihre Arbeit kriegen? Die Bundeskanzlerin stellt sich im Parlament hin und sagt, der Aufschwung kommt in Deutschland an. Wir haben dann gefragt, was ist eigentlich Deutschland? Wo ist Deutschland? Bei den Rentnern kommt er nicht an, die haben laufend weniger. Die Preissteigerungsraten liegen über den Rentenerhöhungen. Bei den abhängig Beschäftigten, die haben nach ILO-Untersuchungen, nach der Angabe der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf, ILO, in den letzten 10 Jahren 4,5% weniger. Obwohl alle anderen Länder in Norwegen, Schweden teilweise zweistellige, in Norwegen über 20% Zuwachs bei den Löhnen hatten. Also bei den meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern kommt der Aufschwung offensichtlich auch nicht an. Vielleicht bei dem einen oder anderen in der Großindustrie, der zu den Lohnerhöhungen zusätzlich eine Prämie am Ende des Jahres kriegt. Aber bei der Mehrheit auch nicht. Dann bleibt eine dritte Gruppe, das sind die abhängig Beschäftigten, die ihren Job verloren haben und im Arbeitslosengeld 2-Bezug sind. Ja, haben die den Zuwachs? Haben die vom Aufschwung profitiert? Dann, wenn man diese Gruppen zusammenzählt, dann weiß man, wenn ich die jetzt zusammenzähle, bin ich bei 80% der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, dass 80% der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes von diesem Aufschwung nicht profitieren. Wenn wir also sagen würden, die Linke brauchen wir nicht mehr, dann müssten zumindest diese Frage geklärt sein, dass die Menschen im Land, die hier bei Siemens, bei Pre und bei anderen Unternehmen dieser Region dazu beitragen, dafür sorgen, dass dieses Land überhaupt am Laufen ist, dann müssten doch die zumindest ausreichend beteiligt sein an dem, was produziert wird. Sie sind es aber nicht. Und weil sie es nicht sind, sage ich, deshalb ist die Linke nach wie vor notwendig, weil die anderen Parteien sich um diese Frage nicht kümmern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Oh. Dann können wir uns um die zweite Frage kümmern, die maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir die Linke gegründet haben, dass wir die BASG und dann unsere Linken, der Linken uns zusammengeschlossen haben. Das war die Frage der Sozialpolitik. Eine der wesentlichen Fragen der Sozialpolitik war Arbeitslosengeld 2-Bezug. Ja, ist die Problematik erledigt, weil es ein paar wenige sind? Dramatische Erhöhungen hat es gegeben, im letzten Jahr 5 Euro mehr. Die Preissteigerungsrate weit über dem, was an Erhöhung am Arbeitslosengeld 2-Bezug möglich war. Und ich sage nochmal, das hängt miteinander zusammen mit dem, was ich vorher gesagt habe. Wir bleiben dabei, dass das Arbeitslosengeld 2-Regime, dass dieses Hartz-Gesetz so nicht bleiben kann, dass das weg muss. Weil nämlich der Sinn dieser Gesetze nicht nur darin besteht, dass man die Menschen quälen will, die in diesem System drin sind, sondern der Sinn dieses Arbeitslosengeld 2-Bezugs besteht darin, dass die Menschen so viel Angst vor Arbeitslosigkeit haben, dass sie bereit sind, schon bevor sie im Arbeitslosengeld 2-Bezug sind, alle möglichen Schikanen, alle schlechteren Löhne, längere Arbeitszeiten ohne Bezahlung zu akzeptieren. Und deshalb bleiben wir dabei, dass das Arbeitslosengeld 2-Bezug, dass dieses Hartz-System so abgeschafft gehört und so nicht bleiben darf, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also wir sehen auch in dem Punkt, in einem der Kernstücke der Sozialpolitik. Wir sagen, Sozialpolitik muss die Bürgerinnen und Bürger des Landes vor den großen Lebensrisiken schützen. Die großen Lebensrisiken sind Arbeitslosigkeit, es sind Krankheit und sind Alter. Und bei uns wird Alter immer mehr zum Risiko. Ich habe erst heute in den Medien, ich weiß nicht, wer es schon verfolgen konnte,
Wir haben doch mal eine Anfrage gemacht. Da sind wir beim zweiten Punkt der Sozialpolitik. Wie sich denn die Rente derer, die 2004 zum Beispiel mit 60, mit 55, mit 50, mit 45 Anwaltschaften erworben haben. Also was würden die kriegen, wenn sie in dem Alter in Rente gingen? Wie sich deren Anwaltschaften verändert haben im Verhältnis zu 2009. Und wir sehen, dass in allen Altersgruppen dramatisch sozusagen die zu erwartende Rentenleistung nach unten geht, im Schnitt. Und wir sehen, dass insbesondere übrigens in den neuen Ländern, was ja noch gar nicht so weit weg ist von hier, teilweise im deutlichen zweistelligen Bereich teilweise bis zu 100 Euro weniger sind, was an Rentenanwaltschaften entsteht. Also wir haben das Problem, und auch das war mit ein Punkt, auf den wir hingewiesen haben, als wir uns als WASG und damals dann als Linke zusammengeschlossen haben. Wir haben darauf hingewiesen, dass wir ein Problem der Altersarmut kriegen. Dass immer mehr Menschen, wenn sie ihr ganzes Leben gearbeitet haben, trotzdem als Rentnerin, als Rentner so gut wie keine Rente mehr oder so wenig Rente zu erwarten haben, dass sie zusätzlich aufs Amt gehen müssen und aufstocken müssen. Und wenn sich dieses Thema auch nicht gelöst hat, sondern das Thema weiter verschärft hat, ist die Linke sogar notwendiger als vor 4, 5 Jahren, liebe Genossin Gross, meine lieben Kollegen. Und dasselbe gilt, ich mache es jetzt nur in Überschriften, natürlich für die Gesundheit. Wir stellen fest, dass dort die Probleme überhaupt nicht gelöst sind. Was erleben wir denn im Gesundheitssystem? Im Gesundheitssystem erleben wir jetzt eine sogenannte Kopfpauschale, eine kleine Kopfpauschale, die eingeführt worden ist, von der FDP durchgesetzt worden ist in dieser Koalition, die letztendlich bedeutet, die ersten Kassen sind ja schon sozusagen ausgeblutet, die ersten Kassen sind schon pleite und vor allen Dingen wird deutlich, dass alle zusätzlichen Lasten im Gesundheitssystem einseitig auf den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern lasten, auf den Rentnerinnen und Renten lasten, weil letztendlich die Beitragserhöhungen alleine zu zahlen haben, weil die Arbeitgeber sich nicht mehr beteiligen müssen. Also auch dort hat sich die soziale Lage in dieser Republik überhaupt nicht entspannt, sie hat sich total verschärft. Und wenn wir jetzt fragen, wer ist Deutschland, wer hat am Aufschwung eigentlich profitiert, dann bleibt nur noch eine Gruppe übrig. Und das sind die, die ihr Geld aus Unternehmertätigkeit und Vermögen beziehen. Und da meine ich nicht den Tante-Emma-Laden an der Ecke oder den Würstelverkäufer oder den Kiosk, sondern da meine ich Siemens, BMW, Audi, SKF, Sachs. Da, liebe Kolleginnen, meine Damen und Herren, da sitzt die Kohle. Und da sitzt sie weiterhin. Und da kommt immer mehr hin und bei den anderen wird es tendenziell immer weniger. Das merkt man daran, dass die Lohnquote, der Anteil der Löhne und Gehälter am Vollzeitkommen immer schrumpft. Das waren mit die Dinge, auf die wir hingewiesen haben im Jahr 2004, im Jahr 2005, im Jahr, als wir uns gegründet haben, als wir für den Bundestag kandidiert haben, 2005 und 2009. Das waren die Themen. Und wenn jetzt die anderen uns ans Herz legen, wir wären überflüssig, dann wollen die, dass wir uns mit diesen Verhältnissen abfinden und das werden wir nicht, liebe Genossen. Diesen Gefallen werden wir ihnen nicht tun. Da werden wir weitermachen und weiterkämpfen, auch wenn es mal schwierig wird. Und der dritte Punkt, der anzusprechen ist, der damals vielleicht uns noch gar nicht so relevant war, der uns noch gar nicht so aufgefallen ist, vielleicht nur am Rande aufgefallen ist, das ist die Frage der Demokratie. Wir merken immer mehr, dass in der Bundesrepublik Deutschland nicht die Parlamente entscheiden. Wir als Linke mit unseren unter 80 Abgeordneten sowieso nicht, weil wir nur ein Teil sind. Aber selbst die Mehrheit des Parlaments entscheidet nicht mehr über das, was in diesem Land vor sich geht. Und die Merkel sowieso nicht, liebe Genossinnen und Genossen. Stellt euch mal vor, der Ackermann trifft sie mit der Merkel oder die Merkel mit dem Ackermann. Wer glaubt ihr eigentlich, dass wem sagt, was er zu tun hat? Die Merkel dem Ackermann oder der Ackermann dem Merkel? Wenn man sich die Ergebnisse ansieht, weiß man, wer wem sagt, was zu tun ist. Die Banken, die uns abzocken, dass uns die Tränen langsam kommen, wenn man überlegt, was da an Geld drüber fließt, bei denen stellt man fest, dass null Regulierung im Rahmen der Finanzmärkte üblich war. Es werden dieselben Papiere verkauft wie vorher, es wird genauso gezockt wie vorher. Da hat sich offensichtlich die Bankenlobby, da haben sich die Banken gegen die Interessen der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger durchgesetzt. Also von Demokratie zumindest schwierig. Und dann müssen wir uns überlegen, welche Definition haben wir denn von Demokratie? Wann ist denn nach unserer Auffassung ein Land eigentlich demokratisch? Viele glauben, ein Land ist demokratisch, wenn man alle 4 Jahre die Stimme in eine Urne schmeißt. Da müssen wir uns mal überlegen, warum das Urne heißt. Dann ist die Stimme weg. Und dann soll sie 4 Jahre beerdigt sein. Und dann soll man 4 Jahre die Schnauze halten, egal was die mit uns machen. Und nach 4 Jahren kriegen wir dann die Stimme wieder, aber nur für eine Sekunde, dass wir sie wieder wegwerfen. Und wir sagen, das kann nicht Demokratie sein, das kann es nicht alleine sein. Natürlich gehören freie Wahlen und demokratische Verhältnisse in dem Sinn, dass er wählen darf, zu Demokratie.
Aber wir sagen, eine Demokratie haben wir dann, wenn die Politik im Interesse der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger gemacht wird.